Also isländische Sprache, ja, man sagt ja gern, dass isländische Sprache sehr alt ist. Und man kann sagen, dass vielleicht Isländisch sich am wenigsten von den skandinavischen Sprachen verändert hat. Also Isländer an sich können die Isländer Sagas noch sehr gut lesen oder recht gut lesen. Und es gibt halt noch viele alte Formen, es gibt ein komplexes Beugungssystem. Die skandinavischen Sprachen wie Norwegisch, Dänisch und Schwedisch zum Beispiel, die haben sich sehr stark verändert und wurden sehr stark runtergebrochen, haben sich vielleicht dem Englischen mehr angepasst und sind recht einfach geworden. Es gibt kaum noch Fälle im Skandinavischen und im Isländischen gibt es alle möglichen Fälle. Die schlimmste Sache, finde ich, ist, dass man Substantive im Isländischen auch im Stamm beugt. Also mein Name zum Beispiel, ja, ich heiße Björn, Björn, und das wäre im Dativ Birtne. Also das ganze Wort verändert sich. Und das ist stellenweise recht schwer, weil man diese Form entweder wissen muss oder lernen muss. Ja, ich meine, in Deutschland gab es ja auch mal eine Periode, wo man neue Wörter erfunden hat für ausländische Erfindungen. Und im Isländischen macht man solche Sachen heute noch, wo wir vielleicht im Deutschen eher ausländische Wörter benutzen würden. Also du hast Tölva, also Computer. Und das ist so eine Wortneuschöpfung, die sich aus zwei Wörtern zusammensetzt. Völva, das ist Seherin, so Wahrsagerin. Und Tal oder Tala, Tölle, Zahl. Also sozusagen jemand, irgendwie dieses Rechnen, Rechner sagt man auch im Deutschen, irgendwie diese beiden Wörter verbunden. Vielleicht Seherin, weil es auch irgendwas Wunderliches macht und irgendwie was macht, was man nicht versteht. Panzer war Skrif Dreke. Sehr schönes Wort. Ich muss immer wieder lachen, wenn ich es verwende, weil Skriver ist Kriechen und Dreke ist Drache. Also Skrif Dreke, der Panzer, ist ein kriechender Drache. Genau. Und es gibt einige Wörter, die auch neu aus der alten Sprache neue Bedeutung bekommen haben. Zum Beispiel heißt Telefon in jeder anderen Sprache Telefon. Also ich glaube, es heißt in jeder anderen Sprache Telefon. Ich meine, man kann im Englischen Telefon sagen, im Deutschen Telefon, im Spanischen Telefon und so weiter. Aber im Isländischen musste man sich natürlich ein neues Wort ausdenken, weil das vielleicht islandisierter besser klingt oder vielleicht besser verständlich war für die allgemeine Bevölkerung. Und man nahm das Wort Simi. Simi ist heute Telefon und Simi ist eigentlich ein altes Wort für ja vielleicht Draht, Strick, Schnur und das wurde einfach heutzutage nicht mehr benutzt und deswegen hat man es einfach aus der alten Sprache wiedergeholt und mit einer neuen Bedeutung versehen.